trainiert mir auch die dreieinhalb kompetente Männer. Genau, das müsste mehr als genug sein, um diese Schatulle zu holen. Ach, von so einem Monster lassen wir uns ja nicht aufhalten. Die töte ich einfach. Wir, meine lieber Chikot, wir. Ich. In welche Richtung geht es denn? So, wie heißt der Ort? Fisch? Eichhafen heißt der Eichhafen. Ort. Wenn ihr über die Brücke geht, durch das Stadttor und danach direkt euch rechts haltet, werdet ihr in Richtung Eichhafen gehen. Einfach auf dem Weg bleiben. Ich kann Ihnen versichern, der Zwerg wird Ihnen ihre Schatulle bringen. Vielen Dank, verehrter Herr. Der Preis also alleine. Angrosch zum Gruße. Gorfan zum Gruße. Gesinde zum Gruße. Und Konrad zum Gruße. Ich weiß nicht, wenn Harry sagt, seine Gottheit zum Gruße, sagt, höre ich immer Gesindel zum Gruße und denke mir so, nein, das ist kein Gott. Ja gut. Ich drehe mich zu den anderen. Ich bin dafür, dass wir uns noch mal vorher stärken, bevor wir loslegen sollten. Wir sind ja, vielleicht sollten wir auch mal schauen, dass wir vielleicht andere Ausrüstung bekommen. Gibt hier immerhin auch einen Schmied, habe ich gehört. Und einen Händler. Wir können uns ja mal auf dem Marktplatz umschauen, was hier alles schöne Sachen gibt. Ja, besser jemanden umbrechen. So, also ihr wollt euch ein bisschen umschauen. Ja, beziehungsweise ich muss ja Freddy stützen. Und lauf sozusagen mit ihm im Schlepptau, aber er ist ja gerade sowieso beschäftigt mit besoffen sein. Okay. Wie lange hält es? Einen halben Tag. Oh Gott. So, ja. Also ihr schaut euch ein bisschen um. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr erstmal in einer geschlossenen Gruppe geht. Ihr findet natürlich Marktstände für verschiedene Waren. Also da wären zum Beispiel mal Speis und Trank, Kräuter, wie eben schon erwähnt. Dann gibt es noch einen Stand für Rüstung und einen für Waffen. Dann gibt es noch einen, der so alte Bücher verkauft. So, ihr würdet so leicht vermuten, dass es eventuell in Richtung Zaubersprüche gehen könnte oder alte Runenschriften. Und ja, die normale Kleidung gibt es auch noch. Und ist ein guter Marktplatz, wo es so einiges zu finden gibt. Gibt es einen Rucksack irgendwo zu kaufen? Ein Rucksack. Ja, ich bin auch da. Gibt es schon einen Rucksack? Einen Moment. Ich hab gleich eine Produktionsfirma, die mir das hat aufgemacht. Dort, wo es Kleidung, also du vermutest, dass es dort, wo es Kleidung gibt, auch Rucksack geben könnte. Beutel. Nicht Rucksack. Beutel. Oder nee, Beutel halt. Ja, wir wollen schon in der Zeit bleiben. Echt so. Ja, okay. Wie nennt man eine Tasche, die er vom Rücken trägt? Eine Tasche. Nee, der Rucksack. Beutel. Das steht hier in meiner Preisliste. Beutel. Lederrucksack steht hier. Oder Lederranzen. Ein Tornister. Ja, also ja, gut. Wir haben alle bloß so Tuchbeutel, oder? Ja. Ich weiß ja nicht. Was? Ich würde mir einen Lederrucksack kaufen, dafür, dass wir ihn mitnehmen könnten. Was meint ihr? Man weiß ja nicht, was sonst noch in der Truhe alles ist. Das ist eine Truhe mit einer Schatulle drin. Schatullen sind normalerweise nicht so groß. Also entweder ist da noch mehr drin oder das ist eine richtig schlechte Platzverschwendung. So eine Schatulle, also er hat es euch ungefähr mit den Händen gezeigt, ist ungefähr so groß wie diese Spieldosen da, die es da gibt, so wo diese Ballerinas mal rumtanzen. Nicht besonders groß. Wenn es in der Truhe ist, dann vermute ich mal, dass da mehr drin sein könnte. Deswegen würde ich mir gerne einen Rucksack kaufen. Wie viel kostet denn einen Lederrucksack? Dazu müsstest du zum Händler gehen. Oh, dann gehe ich zu dem Händler. Ich komme mit. Okay. Ich kann ja nicht anders. Oh, ich mag das, wie du den spielst, ehrlich, finde ich super. Wer will Chikot mit oder will er sich nicht mit sowas bemalen wie Rucksäcken abgeben? Ich möchte gerne so gucken, ob ich einen anderen Händler finde, irgendwie Waffen oder Schmieden. Okay,
Du findest einen, gehst auch direkt hin, aber wir kümmern uns erstmal um die anderen, ja, die jetzt zum Kleidungsstand gegangen sind. Und zwar ist ein etwas älterer Herr, etwas dicklicher, also scheinbar geht es ihm relativ gut. Und er sagt so, Fex zum Gruße, meine Herren, wie kann ich euch helfen? Angewasch zum Gruße, ich suche ein Behältnis, mit dem ich sehr viel mitnehmen kann. Habt ihr etwas? Nun, da hätten wir ganz, also ich kann euch hier mal kurz meine Waren vorstellen. Wir haben ja zum einen Tuchbeutel, einen Lederranzen, einen Lederrucksack, eine Gürteltasche hätten wir auch noch zur Verfügung. Haben wir noch ein Geldbeutelchen, Pergamenthülle, ist auch sehr beliebt. Dann haben wir noch einen Sack in verschiedenen Ausführungen, einer der 10 Steine tragen kann, einer der 50 Steine tragen kann. Dann haben wir noch einen Korb, eine Kippe haben wir auch noch. Dann haben wir noch eine Transportkiste, eine Truhe für Packpferde gibt es ebenfalls noch. Da gibt es auch noch einen Packsattel, der ist sehr beliebt, vor allem bei den Damen und bei den reisenden Herren. Da gibt es noch ein Tragnetz, ein Eimer mit Holz, ein Eimer aus Holz, ein Eimer aus Leder, das wäre auch sehr, sehr schön. Der Eimer aus Leder ist vielleicht nicht immer so ganz dicht, aber tja, manchmal muss man 20% Verlust gibt es immer. Dann gibt es noch Glasfläschchen oder eine normale Glasflasche. Das sind verschiedene Ausführungen. Eine Flasche gibt es noch, dann gibt es noch eine Hoseflasche. Das ist auch noch ein Wasserfass mit 20 Maß gibt es noch oder nur einen reinen Wasserschlauch. Es gibt aber auch eine Feldflasche und noch einen Brotbeutel. Was möchten Sie gerne? Wie viel kostet denn Ihr Lederrucksack? Oder Ihr Ledertasche? Nun, der Lederrucksack würde 5 Silbertaler kosten. Wie sehr verschätzt würde ich sagen, mit deiner Frau. So viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Nun, es ist auch feinstes Leder, also die Kuh wurde quasi heute früh noch geschlachtet. danke schön. Riechst du, wie das Blut aus dem Leder tropft? Wie viel Geld haben Sie denn zur Verfügung, verehrter Herr? Zu wenig. 2 H? Wie heißt H? Hallo? Helle. Nee, wie heißt die Währung mit Hamm? Halogen. Helle oder so. Oder. Eddie. Heller. Heller von Sinn. Ich hab 2 Heller und 5 Kreuzer. Und 2 Silberlinge. Okay, passen Sie auf. Wir machen einen Deal. Sie geben mir die 2 Silbertaler und dafür kriegen Sie einen Lederranzen. Der hat nicht so ein ganz Volumen wie der Lederrucksack, aber ist auch nur eine Stufe drunter. Wie wäre das? Okay, von 2 Silbertaler kann ich mich verabschieden. Ist es ein einmaliges Angebot oder kann ich das auch machen? Wie viel haben Sie denn zur Verfügung? Ich habe genau dasselbe. Einen Moment, würfel mal auf Lügen. Nee, ich lass das, ich möchte das nicht. Nein, du hast es jetzt ausgeführt. Du hast es ausgeführt und darum muss es gemacht werden. Lügen, was hast du denn da? Ich tippe mal einfach mal 0, oder? Ja, genau. Wo ist denn Lügen überhaupt? Achso, nee, Moment. Betören wahrscheinlich, oder überzeugen. Bekehren. Überzeugen, genau, mal bekehren, überzeugen, ja. 0, überreden. Okay, minus 2. Wo ist eigentlich jetzt mal der Unterschied zwischen überzeugen und überreden? Moment, das kann ich schnell nachgucken. Moment. Und 2 erschwert. Überreden ist, dass du jemanden überredest, etwas zu tun. Überzeugen ist bloß, dass du ihn von deiner Meinung überzeugst. Achso, okay. Genau, und da wär's halt jetzt halt bekehren, überzeugen. Also Mut. Oh, scheiße. 2 erschwert. Das muss also eine 3 werden. Boah, mit dem Gewürfel. Ach. Ich sehe eine 20, ich gleich. 12, 2. Das sind die falschen Zahlen. 18, merk, kannst vergessen. Alles klar. Ja, okay. Er glaubt dir einfach nicht. Nun mal ernsthaft, verehrter Herr, was haben Sie denn zur Verfügung? Ich meine, Sie sehen doch den armen Kauz hier, der hat nicht besonders viel Geld zur Verfügung. Dem mache ich ein Sonderangebot. Aber ich kann ja nicht jedem einfach ein Sonderangebot geben. Rein theoretisch? Nein, ich gehe da wieder. Okay, das ist ein großer Wert. Wollen Sie das Angebot annehmen mit den 2 Silbertaler? Ja. Gut. Du gibst ihm dann die 2 Silbertaler und er gibt dir dann den Lederranzen. Warte, ich schreibe, wie viel Slots habe ich dann? Einen Moment, lass mich schnell gucken. Einen. Das steigt dann auf 10 Slots. Oh, cool. Richtige Schnäppchen. Gut, dann gehe ich wieder raus. Preis zum Gruße, mein Herr.
Angrosch zum Gruße. Gesinde zu Gruße. Okay, Chicot, wir sind bei dir. Du bist beim nächsten Waffenhändler angekommen. Fex zum Gruße, verehrte Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Kevin, bist du da? Unglaublich. Ich habe was durchgelesen über die Gottheit, sorry. Ich wollte mich weiterbilden. Inwiefern weiterbilden? Nein, ich meine, außerhalb der Ballon. Achso, okay. Perplex, weil ich habe mir gerade so meine Gottheit durchgelesen. Ja, Gorfer zum Gruße. Wo bin ich jetzt? Bei einem Händler, genau. Bei einem Waffenhändler. Ja, perfekt. Also, passen Sie auf. Halten Sie ich fest. Brauche Waffen. Jede Waffen. Wie soll ich das? Welche Waffenart hätten Sie denn gerne? Als was würdest du das große Messer, das Schako in der Hand hält, am ehesten bezeichnen? Ein Dolch. Dolch, ja, genau. Ein Kampfdolch? Ja, du musst auch nach deinen Werten geben. Du hast dir, glaube ich, bloß auf Dolch was. Ja, deswegen frage ich ja gerade. Das ist ja ein Dolch, würde ich sagen, was der da lernt. Ja. Auch mit Kampfdolch. Moment. Bitte zähl nicht wieder alles auf. Bitte. Nun, in welche Richtung suchen Sie denn etwas? Soll es viel Schaden machen? Soll es wenig kosten? Soll es gut in der Hand liegen vom Gewicht her? Was möchten auch Sie denn? Auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also so ein Mittelmaß ist alles. Also was erschwinglich ist, was allerdings auch gute Leistung nicht erfüllt. Vielleicht können wir uns ja in der Bezahlung auch einigen. Vielleicht haben Sie einen Auftrag, den ich erfüllen kann. Irgendwas, was ich Tauschgeschäft tun kann. Und okay, nein, ich muss nicht mal von dem, was Sie vielleicht alle denken. Ich werde keine sexuellen Dienste an. Nun, ich hätte. Wann mal kurz, muss man. Obwohl, nee. Wie stellen sich Sie sich das vor? Erfüllen Sie erst den Auftrag und erwarten dann die Ware oder andersrum? Das müsste man dann abklären, je nachdem, was wir absprechen, was der Auftrag ist und was die Bezahlung ist. Nun, jetzt, passen Sie mal auf, ich zeige Ihnen mal kurz, was ich so ungefähr im Angebot habe. Ja. Ich hätte hier zum Beispiel, also er kramt so ein bisschen rum und zeigt dir so ein Dolch, der aus einem Ogerzahn gemacht wurde. Total scharf, also du guckst selber und überzeugst dich auch. Das Ding ist mega scharf einfach nur und liegt auch sehr gut in der Hand. Es ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und er sagt so, dass das halt perfekt eigentlich für die Jagd gedacht ist, heimlich dann von hinten danach zu erschlitzen, weil durch die Rundung allein kann man gut an den Hals entlang gehen und sagt so, es liegt sehr gut in der Hand und ist für solche Zwecke eigentlich ziemlich gut. Sie sehen mir so aus, als ob Sie das so ungefähr brauchen können. Ja, ich möchte töten können. Und er sagt, ja, das Messer würde so ungefähr 10 Silbertaler kosten. Das ist ein stolzer Preis. Ja, dafür ist es aber auch eine stolze Waffe, mein Herr. Ja, wie können wir uns einig werden, was die Bezahlung angeht? Nun, ich bin ein sehr viel beschäftigter Händler und ich sag mal so, bei mir läuft es relativ gut. Ich sag mal so, wenn Sie... Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. 'Wenn Sie mir das Fell eines Höhlenbären bringen würden, dann würde ich Ihnen den Dolch umsonst geben. Also, für die Ware natürlich. Okay. Ha, ich ahne ja, worauf Eddie hinaus will. Das klingt nach einer Idee. Ich würde sagen, wir haben einen Deal, wer daher macht. Alles klar, vielen Dank. Er schlägt dir so, hält dir so die Hand hin und erwartet einen Einschlag. Ja, ich schlage ein. Okay, ihr schlagt ein und er verabschiedet dich. Fex zum Gruße. Gorfang zum Gruße. So, das muss ich mir jetzt noch notieren. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich deine Höhlenbeere finde. Ihr seht das schon kommen. Und dann der große Plot-Twist. Es ist kein Höhlenbär vorhanden. Es ist Schweinebärmann.
Oh mein Gott. Ich sehe okay. Das echt kommen, wie wir drei in die Höhle gehen und Kevin jagt dem scheiß Tier hinterher. Der hat auch eine Höhle, der könnte mir helfen. Nun, trefft ihr euch wieder am Markt? Ja. Jo. Gut, ihr trefft euch. Und was hat das gefunden, Chikot? Wow, ich werde nicht mal begrüßt von den anderen. Ich werde nicht mal begrüßt von den anderen. Ich komme Nummer zu euch, sag Namen und es kommt einfach nichts zurück. Nummer zur Info, es ist Mittag, gleich der Nachmittag. Ich hab gerade eben gesagt, und Chikot, hast du was Schönes gefunden? Wir werfen mit einem Hallo zuerst. Guten Tag, Gesinde zu Grüße. Ist halt so, als hätten wir uns vielleicht vor einer halben Stunde zum letzten Mal gesehen. Ja, und. Ja, wir müssen nur eine Höhlenwehr dafür erledigen. Aber das sollten wir hinkriegen. Oder? Dann hoffe ich wirklich mal, dass wir einen Höhlenbär finden werden. Ich denke, ich weiß auch, wo wir einen finden werden. Das wird sie noch sehen. Wie wäre es jetzt mit einem Mahlzeit und einem Feierabendbier? Abenteuer-Beginnungsbier, sorry. Bier! Du. Meinst du, kurze Frage in die Runde, wollen wir wirklich mit einem Besoffenen ein Abenteuer beginnen? Ich wollte gerade sagen, weil rein theoretisch... Das ist ja Abenteuer. Bis wir dahin sind, ist ja der halbe Tag schon wieder vorbei. Das ist ein Tagesmarsch. Rein theoretisch habe ich ja ein Haus in Undergast. Da könnten wir jetzt ja rein theoretisch ausruhen. Das ist ein guter Aspekt, ja. Ich weiß nicht, wo genau das Haus ist, weil ich geschrieben habe, dass es außerhalb, etwas außerhalb davon liegt. Das ist da oben. Genau. Das ja, dann ist das da, also das obere. Dann schlag mal vor. Nee, nicht das ganz lange große Haus, sondern das obere, kleinere Haus ist dir. Du teilst es dir mit ein paar anderen, also die Gegend da. Das da. Genau. Das da. Nein, dieser Baum hier. Alles klar. Der Besoffene hat gesprochen. Da muss jetzt aber jetzt. Ja gut, was habt ihr vor? Muss er vorschlagen, wir wissen es ja nicht, oder? Nö, wir können das ja auch gar nicht wissen. Ja genau. Also, ich habe ein Haus etwas außerhalb von Undergast, wo wir die Nacht verbringen könnten, damit unser betrunkener Typ topfit ist, wenn wir dann losgehen. Bin ich dafür, die Blitzbänder soll erstmal jetzt raus ausschlafen. Ja, mit einem nutzlosen Magier können wir eh nicht anfangen. Man kann mit Magie schon Magie schon genug Unheil anrichten. Man muss er nicht auch noch betrunken sein. Ich würde gerade sagen, jetzt ist er so eine Gefahr für uns eigentlich. Hey, wenn ihr eine Gefahr ist, dann bist du das. Das geht mir auch ehrlich so. Ja, Rudas, dann zeig uns mal dein Haus. Ja, dann. Häuselein. Boah, das ist eigentlich ein bisschen Maulhorn, ne? Also geht ihr alle zum Haus. Du, das kannst du machen, wenn du lustig bist. Nee. Und dann hab ich den Anrecht, ihm einen auf die Fresse zu hauen. Ja, gut, ja, ihr geht zum Haus von Yorkas und steht nun davor. Ein ganz schön prächtiges Haus hast du da. Ja, das ist auch seit längerer Zeit verlassen. Also, wundert euch nicht, falls da Staub sein sollte. Gibt's Ironie als Skill? Nein, gibt es nicht. Nee, eigentlich nicht. Also kannst du es lassen, ne? Muss ich nicht auf Ironie würfeln. Nee. Ja gut, geht ihr rein oder was macht ihr? Schlaft ihr ja, ich würde sagen, ich schließe auf und zeige ihnen die Räumlichkeiten, wo sie unterkommen können. Ja, okay, also du schließt auf, ihr kommt so rein, es sind halt bloß zwei Zimmer eigentlich, Schlafgemach und Wohnzimmer halt, also Wohnbereich. Echt? Die mit der so Küche, wenig für eine Familie? Boah. Ja, es... Wir reden hier von früher, du weißt, wie man früher gehaust hat? Teils, von Skyrim. Ja, die hatten ja alle so große, prunkvolle Häuser, wo die so zwei drinnen gewohnt haben, mit Keller und Nachtgeschoss. Naja, aber er hat ja gesagt, er ist angesehen und hoch im Militär gewesen. Genau.
Ja, aber dann würdest du ja suspendieren und alles. Achso, ja, okay. Das heißt ja nichts. Nein, ich schlafe mich durch alles durch und werde dann suspendiert. Das heißt ja nichts. Ja, ist gut. Ja, aber jedenfalls, das Schlafgemach wäre groß genug, dass man quasi da zu viert pennen kann. Das habt ihr ja früher auch gemacht. Du mit deiner Frau und deinen zwei Kindern hast ja auch da gepennt. Ja, das sollte schon reichen.